Hallo zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zum My General Manager Mode, besser bekannt als der My GM Modus. Ja, ich kann es selbst kaum glauben, was ist denn da los? Das ist die 13. Episode und zwischen dieser und der letzten, also der 12. Episode, ist schon ein bisschen viel Zeit vergangen. Ich hatte ja offiziell diese Serie eingestampft, wobei eingestampft ein ziemliches oder ein ziemlich hartes Wort ist. Ich habe es eher auf Eis gelegt, da mir doch der Spaßfaktor ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber die Stimmen eurerseits wurden in letzter Zeit ein bisschen laut. Mach mal MyGM. Da kam immer mal so ein Kommentar unter den anderen Videos und das hat auch ein paar Likes abgestaubt. Und ich dachte mir dann so, letzten Endes, komm, schau doch mal rein. Vielleicht macht es doch Spaß. Vielleicht kriegst du es doch irgendwie hin. Und siehe da, genau das war der Fall. Also, jetzt gibt's mal wieder ein bisschen MyGM. Ich weiß nicht, ob regelmäßig. Allgemein habe ich ja jetzt so viele Serien laufen. Das ist ja unfassbar. Ich hau einfach raus. Nach Belieben. Nach Spaßfaktor, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Auf jeden Fall, wie gesagt, zwischen dieser Episode und der letzten liegt ein bisschen viel Zeit und ich hatte dazwischen schon einen Schritt weiter gemacht. Also das letzte Mal ging es gegen die Kings, das war Gameplay und dann habe ich ein bisschen simuliert und zwar bis zum, jetzt sehen wir es gerade, bis zum All-Star-Weekend und wir sind so durchschnittlich in der Saison drinne, sind halb in den Playoffs, halb nicht, das sehen wir auch an der Bilanz, Sieg und Niederlagen sind halbwegs in Waage, dafür ist das Faninteresse bei vollen 100% und finanziell stehen wir sowieso immer gut da und damit wir ein bisschen reinkommen wieder, gucken wir uns erstmal den Kader an. Wir hätten uns ja den verlorenen Sohn Dwight Howard zurückgeholt, der 30 Jahre mittlerweile alt ist und sonst haben wir ein sehr junges Team oder ein Team gespickt mit vielen jungen, hungrigen Spielern. Das könnte eventuell auch der ausschlaggebende Punkt sein, warum wir nicht so richtig ins Rollen kommen. Die Minuten beißen sich ein bisschen und hier und da beschweren sich Spieler um ihre Minutenanzahl und um ihre Rolle in dem Kader. Aber eins nach dem anderen. Mal schauen, ob das wiederkommt. Ich habe da ja nicht so ein gutes Gefühl. Die Spielerverträge sehen wie folgt aus. Dwight frisst alles. 22,28 Millionen hat, glaube ich, eine Spieleroption nächstes Jahr. Er könnte Free Agent werden, muss es aber nicht. Der Rest bleibt. Für Oladipo haben wir, glaube ich, selbst eine Option. Bin mal gespannt, wie es wird. Conference, die Eastern Conference, unser Zuhause. Wir sind, wie gesagt, irgendwo zwischen Playoffs und nicht. Schwanken zwischen Platz 8, 9, 10, irgendwo da. Vielleicht mal 7, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sieht es momentan aus. Die Cavs sind vorne, die Raptors, die Bulls im Osten. Sieht es eigentlich immer so in 2K aus. Bin mal gespannt, wo unser Weg hinführen wird. Und zum Thema Spielerrollen und Unzufrieden. Ja, da sind wir auch schon perfekt beim Thema. Und zwar Zach LaVine ist nicht zufrieden mit seiner Rolle in der Organisation, möchte gerne Starter auf der 2 werden, da steht noch Oladipo und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Beide sind von den Werten gleich, aber Oladipo legt bessere Zahlen auf. Darüber hinaus ist LaVine, glaube ich, auch jünger und deswegen bleibt er erstmal Backup. Wer weiß, wer sich letzten Endes durch die Entwicklung durchsetzt. Das ist auch ein Grund, warum ich so viele junge Spieler habe. Man weiß ja nie, wie die sich entwickeln. Vielleicht ist das der falsche Weg, aber ein Weg muss ich ja gehen. Haben indes das All-Star-Weekend durchsimuliert oder übersimuliert. Wir haben sowieso nichts zu melden mit unseren Spielern momentan in diesem Event. Und dann rufen die Grizzlies an, wollten Richardson, unseren Shooting Guard, den wir gedraftet haben, von dem halte ich auch viel, also viele junge Spieler, ich kann mich da nur wiederholen. Und die Presse gibt es ja auch noch, die stellt mir folgende Frage: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Personal? Und das ist kein Geheimnis, überhaupt nicht zufrieden. Da gibt es dringenden Handlungsbedarf, aber mir fehlt an gewissen Ecken und Kanten das nötige Kleingeld in diesem Bereich. Derweil rufen die Pacers an und ja, diese Trade-Anfrage ist eine bodenlose Frechheit. Swaggy P gegen Oladipo. Are you kidding me? Anscheinend schon. Wurde direkt abgelehnt. Ziel und Versprechen. Es gibt ja diese Teambesitzer im MyGM-Mode, die dazwischen funken wollen. Fred Jinks, den hatten wir gedraftet. Der soll hier 24 Minuten im Schnitt bekommen. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Mit dem verlorenen Sohn auf der 5 gibt es da nicht viele Minuten für die Backup-Center. Naja, was soll ich machen? Muss ich halt ein bisschen Vertrauen nach unten reißen. Simulieren erstmal weiter.
Dann gibt es den Simulcast gegen die T-Wolves. Finde ich ja immer hochinteressant, weil man da auch abstoppen kann, beziehungsweise die Simulation stoppen kann, um ins Spiel einzugreifen. Mache ich eigentlich nie, aber wenn die Option da ist, das reizt einen schon. Aber hier sehen wir, dass das gar nicht nötig ist, denn wir entscheiden jedes Viertel für uns. Das erste geht an uns, das zweite, das dritte. Das vierte ist enger, aber der Vorsprung ist uneinholbar. 125 zu 108. Mein Gott, dieser Punktestand kam mir doch sehr abgehackt aus dem Mund gekrochen. Das muss ich einfach mal so sagen. Sehen im Spielbericht, dass wir einfach keinen Go-To-Guy haben. Das habe ich auch schon in den letzten 12 Episoden einfach gesagt. Du brauchst einen Superstar und Howard scheint diese Lücke nicht füllen zu wollen oder zu können. Und da die Simulation so schnell ging, gucken wir uns nochmal die Spiele an. Seht euch das an. Sieg gegen die Cavs, Sieg gegen die Golden State Warriors, Sieg gegen die T-Wolves, aber gegen die Bulls hat es nicht gereicht. Vertragsverlängerung auch immer so ein Thema. Bei uns dieses Jahr Gott sei Dank nicht. Fournier, Wright und Nicholson, alle drei sind da auf der Liste, aber der Status ist unberechtigt. Wir können da keine Angebote machen. Stört mich nicht ungemein viel. Sind eher Rollenspieler der unteren Kategorie. Trikotverkäufe, das hilft natürlich immer ein Franchise, um das Geldschwein ein bisschen aufzufüllen. Dwight auf 4 mit 18,76 Millionen Bruttoeinnahmen und auf 3 ist Al Jefferson. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Den haben wir getradet mit den Rockets. Der ist einfach mal vor uns. Frechheit. Playoff-Bild. Da wir schon fleißig simuliert haben, verdichtet sich natürlich zunehmend das Bild für die Postseason und wie gesagt, wir kämpfen da um Platz 8, um Platz 7 und natürlich auch um keinen Playoff-Platz. Das wird eine ganz enge Geschichte, die Knicks sind da auch noch im Rennen. Mal schauen, wie es aussieht und im Westen, wer auch sonst, OKC, 8 Niederlagen. Nur 8 Niederlagen, 47 Siege, das ist nicht von diesem Stern, soll mich auch nicht interessieren, also nicht hier. Weil hier sind die meilenweit von uns entfernt. Nicht in unserer Liga, möchte man fast sagen. Deswegen, darum kümmern wir uns, wenn es irgendwann mal so sein sollte. Und die Presse, sie lebt auch noch. 2 Niederlagen in Folge. Das stört die. Hallo, wir sind bei den Magic. Beruhigt euch mal. Da raste ich auch mal aus und ziehe alles nach unten, was geht. Was ist das für eine dumme Frage? Ich glaube, in echt würde ich der Presse teilweise ganz patzige Antworten geben. Die sind halt so provokant, wobei man hat ja immer so einen Pressesprecher oder Pressecoaches, die einen trainieren, was man sagen soll und worauf man nicht eingehen soll. Naja, ich weiß nicht, ob ich das einhalten würde, weil die Presse ist schon wieder am Zug. Andrew Wiggins hat sich beklagt, habe ich nicht mitgekriegt. Der Junge hat sich noch nicht beklagt, aber Wiggins ist so ein Thema. Entwicklung bei ihm momentan nicht groß geschrieben. Ich habe ihn mal mit Jabari Parker hier verglichen und Parker hat schon 87 und ja, der gute Andrew ist noch bei 80. Aber man sagt ja auch immer, Wiggins braucht längere Entwicklungszeit als Parker. Er galt ja als fertigster NBA-Spieler, also der Parker jetzt. Unglücklich in echt natürlich mit der Verletzung. Und hier ist Wiggins. Ich reagiere natürlich sofort. Mein Gott, bin ich ein guter GM. Und peppel den Burschen ein bisschen auf. Er ist wichtig für die Zukunft. Der soll sich reinhängen und zack, plus 30 Moral. Der Typ ist voll auf der Höhe bei 100. Mehr geht nicht, habe ich gehört. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt ein bisschen Gas gibt. Denn es ist weiterhin eng im Playoff-Bild. Platz 8, 31 zu 33. Über uns sind die Pacers, unter uns sind die Heat. Und die Knicks, die am gestrigen Draftabend ein bisschen für Furore gesorgt haben mit dem Letten, den sie da plötzlich gedraftet haben. Wobei, auf die Knicks-Fans sollte man nichts geben. Seit dem guten alten Patrick, den sie damals an der 1 gepickt hatten, gibt es nur Buchrufe, egal was die Jungs picken. Wobei, das Front Office hat die letzten Jahre keine gute Arbeit gemacht. Nur mal ein eingeschobener Gedanke meinerseits. Und in der nächsten Folge gibt es ein bisschen Gameplay.